So, hallo, ich habe hier das Wave 2 von Samsung mit dem neuen BADA-Betriebssystem, beziehungsweise schon die neue Version des BADA-Betriebssystems 1.2. Und ich werde das gute Gerät jetzt mal auspacken. Hier eine Schere. Das mal auf. So. So, und hier haben wir auch schon das gute Gerät. Rausholen. Ein paar Aufkleber. Und da ist es. Legen wir noch mal zur Seite. Und ich gleich noch mal. Gucken wir, was wir hier noch sonst so in der Box haben. Hier unter dem Deckel haben wir erst einmal ha Benutzerhandbuch und einen Adapter für Micro SD-Karte, genau. Und hier sieht es so aus, als ob wir noch Software-CDs hätten, Minidiscs, Garantieschein, ja, die üblichen Sachen halt. Dann haben wir hier das Netzteil, sehr schön, sehr klein. Dann haben wir In-Ear-Kopfhörer, was ich auch sehr gut finde, sehr hochwertige Kopfhörer, soviel ich weiß, normalerweise nicht bei einem Handy enthalten. Und zu guter Letzt, nein, da haben wir noch was, das Transferkabel, USB-Kabel und den Akku mit 1500 mAh. Gut, hier haben wir noch, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Telefon. Hat einen größeren Bildschirm, 3,7 Zoll. Die Taste hier unten ist ein bisschen anders. Sonst ist es vom Äußeren relativ gleich wie das erste Samsung Wave. Hier hinten 5-Megapixel-Kamera. Abdeckung. Hat hier ein paar Absetzungen, sitzt also nicht ganz richtig drauf. Hier an der Seite den Lock-Knopf, also Sperrtaste, Kamerataste zum Schnellaufrufen der Kamera, Lautstärketaste, ganz normal. Hier oben die Frontkamera. Hier haben wir einen Lautsprecher, 3,5 mm Buchse für Kopfhörer und den USB-Anschluss mit einer kleinen Klappe, was sehr schön ist. Kommt kein Schmutz rein. Ja, das war das Unboxing des Wave 2 und demnächst wird dann wahrscheinlich noch ein kleiner Testbericht folgen. Ciao!